So, Guido, ich glaube, wir können anfangen. Erstmal herzlich willkommen allen Teilnehmern hier beim Holzwerken Live-Chat, Live-Interview mit Guido Henn. Hallo, Guido. Ja, hallo Andreas, grüß dich. Wir sitzen so circa 400 Kilometer entfernt und wir möchten aber ganz dringend mit dir über eine Sache sprechen, nämlich über dein neues Buch. Wir möchten aber auch erstmal alle herzlich begrüßen, die jetzt hier in dieser GoToWebinar-Umgebung unsere Gäste sind. Das ist für uns auch für Holzwerk eine neue Geschichte. Es ist ein interaktives Format und Sie können hier einiges erwarten. Wir werden im Laufe der nächsten Stunde ungefähr über das Buch von Guido Henn sprechen. Wir werden Bilder zeigen aus dem Buch, wir werden Videoclips zeigen aus dem Buch und wir werden am Schluss dieser ungefähren Stunde auch Ihre Fragen beantworten. Also wir werden Fragen aussuchen, die Sie jetzt bitte schon im Laufe der Stunde in diesem Chatformular dieser Umgebung eingeben können. Also herzlich willkommen und wir können jetzt gleich schon richtig loslegen. Guido, ich freue mich, dass du Nummer 4 Ich auf den auch. Markt gebracht hast. Nummer 4 ist das hier. Nummer 4 lebt. Nummer 4 ist ein Riesenwerk geworden, sag ich mal. Das ist der vierte Band der Serie Stationärmaschinen und der heißt Formatkreissäge. Richtig. Guido, was macht eine Formatkreissäge eigentlich zu einer Formatkreissäge? Ja, es ist ja so, dass normale Tischkreissäge immer einen festen Teil hat, links und rechts vom Sägeblatt. Und eine Formatkreissäge, die hat direkt neben dem Sägeblatt den Schiebetisch. Und der Schiebetisch, der direkt neben dem Sägeblatt läuft, kann natürlich deutlich präziser Werkstücke zuschneiden, als man es auf einer normalen Tischkreissäge machen kann. Das können wir auch mal einblenden. Wir hatten da Ja, ich zwei. bin Genau, genau da. das ist ja jetzt die Tischkreissäge und man sieht ja da sehr schön, da ist zwar auch ein Schiebetisch, aber es ist neben dem Sägeblatt ein fester Teil, über den man das Werkstück drüber schieben muss. Und wenn du jetzt mal rüber gehst auf das nächste Bild, dann sehen wir die Formatsäge und die Formatsäge hat eben den Rolltisch, den Rollwagen, den Schiebetisch, der eben direkt neben dem Sägeblatt bewegt werden kann. Und das macht natürlich die Sache deutlich präziser. Das ist eine interessante Frage gerade für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Menschen. Kreissäge ist das Wichtigste eigentlich in der Werkstatt, die wichtigste Maschine. Aber was würdest du sagen als Tischlermeister? Ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt. Als Tischlermeister, als Holzwerkenautor, bekannt aus vielen Videos. Was würdest du empfehlen, wenn du die Frage bekommst? Für wen ist eine Tischkreissäge, Entschuldigung, eine Formatkreissäge geeignet? Ja, also es ist ja so, man sieht das jetzt auch ein bisschen auf dem Bild. Der Schiebeschlitten, der Schiebetisch, der braucht Platz vor und hinter dem Sägeblatt. Also diesen Platz muss man erstmal in der Werkstatt haben. Dann ist es natürlich auch so, dass eine Formatkreissäge auch deutlich teurer ist als eine Tischkreissäge. Das kann das Dreifache einer Tischkreissäge und weitaus mehr ausmachen, sodass also Platz und Finanzen zunächst einmal ganz wichtig sind. Wenn man das beides hat, auch wenn das sich blöd anhört mit den Finanzen, aber wenn man den Platz und die Finanzen hat, dann sollte man immer einer Formatkreissäge den Vorzug gegenüber einer Tischkreissäge, weil die Formatsäge einfach präziser arbeitet. Und wer wirklich saubere Schnitte herstellen will, in einer Präzision, die er vielleicht vorher noch nie gesehen hat, der wird mit der Formatkreissäge einfach glücklicher. Okay, wir haben darüber gesprochen, dass wir Bücher von dir haben, 4 Stück. Und das ist einfach, jetzt muss ich mal gerade gucken mit meiner Technik hier. So, wunderbar. Ich hoffe, man sieht uns jetzt wieder. Wir haben 4 Bücher. Da sind, ich gehe mal kurz einen weiter hier. In ihrer ganzen Schönheit, das sind die Tischfräse. Das sind die Hobel- und Bohrmaschinen. Ist das Buch Bandsäge und jetzt eben das neue Buch Formatkreissäge. Was hat dich denn geritten, so ein Mammutwerk in 4 Bänden auf die Beine zu stellen? Ja, es ist ja erstmal so, Stationärmaschinen sind schon eine tolle Sache, aber sie sind halt nicht ganz ungefährlich. Man kann das nicht mehr vergleichen mit einer Bohrmaschine oder mit einer Stichsäge. Das sind ganz andere Kaliber und die Verletzungsgefahren, die hinter diesen Maschinen stecken, sind schon immens groß. Und wenn da was mit passiert, dann sind das meist irreparable Schäden, Finger ab oder sonst irgendwas. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und ein Tischler, ein Schreiner, der kann ja in seiner Ausbildung einen Maschinenkurs besuchen und lernt ja, wie man mit diesen Maschinen umgeht. Der Hobbyholzwerker hat aber
kaum Möglichkeiten, in dieser Beziehung irgendetwas zu machen. Er kann in der Regel keinen Maschinenkurs besuchen. Wenn er ihn doch besuchen kann, ist er auch recht teuer. Und im Netz findet man auch nichts Vernünftiges. Also da, wo man wirklich sagen kann, das ist alles sicher, was man da sieht. Und das war eben der Grund für mich zu sagen, okay, es muss auch für diese großen Maschinen mal eine Buchreihe geben, wo all die wichtigen Hinweise, Sicherheitshinweise und was man so mit den Maschinen so machen kann, ordentlich beschrieben wird. Also quasi der private Maschinenkurs für den Holzwerker zu Hause. Was aber nicht bedeutet, dass es nur Bücher sind für den Hobbyholzwerker. Also ich sehe die Buchreihe auch da positioniert, wo der Lehrling beispielsweise im Tischlerhandwerk sich nochmal mit der Materie auseinandersetzen will, vielleicht auch sich für die Prüfung vorbereiten will. Alles das kann man mit den Büchern eigentlich sehr gut nochmal durcharbeiten. Weil die Bücher, und da lege ich großen Wert drauf, immer ein optimales einen optimalen Lernerfolg bieten, weil sie zwei Dinge beinhalten. Einmal Text, Bilder, also Buchform und DVDs. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die ich ja bei all meinen Büchern immer dabei habe. Und ich finde gerade diese Kombination aus Buch und DVD bietet eigentlich den bestmöglichen Lernerfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist, wo ich auch immer wieder Wert drauf lege, dass man mit meinen Büchern eigentlich keine weiteren Infos mehr braucht. Also man muss nicht mehr lange noch im Netz rumsuchen oder YouTube-Videos sich anschauen. Mit meinen Büchern hat man alles das, was man zu dieser Maschine dann speziell wissen muss, kompakt in einem Buch und auf den beiliegenden DVDs drauf. Und das spart einem viel Zeit. Man kann viel mehr Zeit mit seinem Hobby, mit dem schönsten Hobby der Welt verbringen. Und das ist auch immer für mich ein Ansporn. Deswegen sind die Bücher auch so aufgebaut, wie sie halt aufgebaut sind. Sehr detailliert, sehr dick, sehr fundiert und natürlich mit der DVD. Ja, die DVDs sind ja, da sind mal eine DVD, jetzt bei der Formatkreissäge sind es zwei, das sind schon immens viele Minuten an Videomaterial. Das ganze Projekt ist ja gewachsen im Laufe der Zeit. Die Ursprungsidee war ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Buch und das war vor vielen Jahren, kann man fast schon sagen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das von einem Buch jetzt zu vier Büchern geworden? Ja, die ganze Planung hat begonnen im Oktober 2014, also vor 5,5 Jahren. Also ich sitze jetzt an diesen vier Büchern oder an dem gesamten Buchprojekt 5,5 Jahre. Und ursprünglich hat man überlegt, ah, wir machen ein schönes Buch zur Ja, Stationärmaschine und da ich machen erinnere wir mich. so 300 Seiten, kriegen wir da locker hin, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, 300 Seiten meint man dann, kriegen wir locker hin. Es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig, um all die Maschinen in ihrer Gänze und Gesamtheit ordentlich zu besprechen. Das habe ich schon bei der Tischfräse gemerkt, die da mal schnell auf 250, 260 Seiten angewachsen ist. Das war das Und Erste. das war Wahnsinn. Und dann habe ich dann weitergeschrieben und habe dann bei der Bandsäge schon wieder 200 Seiten gehabt, dann bei der Formatsäge 230 Seiten, dann bei der Hobelmaschine, Langlochbohrmaschine und den Bohrmaschinen an sich schon wieder 170 Seiten. Das waren also insgesamt 800, über 800 Seiten, fast 4000 Fotos und 9 Stunden Videomaterial. Das ist unmöglich, das alles in einem Buch unterzubringen. Also mussten wir leider den Schritt gehen und die Bücher in Einzelbücher oder die Maschinen in Einzelbücher zerteilen quasi. Weil wir wären es sonst den Maschinen nicht gerecht geworden. Das muss man einfach so sehen. Und es hätte unterm Strich weder dem Leser was genutzt, noch dem Maschinen was genutzt. Und wie ich das eingangs schon gesagt habe, mir ist sehr wichtig, dass man mit meinen Büchern alles in der Hand hat, um die Maschine vernünftig zu bedienen. Man muss nichts weiter mehr sich besorgen. Das relativiert dann auch ein bisschen den Preis. Also vielfach werden ja gesagt, naja, 40 Euro für ein Buch, das ist schon teuer. Ist ja Aber nicht nur ein Buch, das. man muss auch wirklich sehen, was dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dass es tatsächlich, und das will ich nochmal ganz klar betonen, alles beinhaltet, was man zu dieser Maschine wissen muss. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, finde ich.
Okay, kommen wir nochmal ganz konkret zurück zur Formatkreissäge. Wie ist denn dieses Buch aufgebaut? Wie lerne ich da sozusagen die Maschine richtig kennen mit dem Aufbau deines Buches? Also alle Bücher, alle vier sind in der Art ähnlich aufgebaut. Also es geht immer am Anfang darum, dass man zunächst einmal so eine Übersicht über den Aufbau der Maschine gibt, damit man auch weiß, über was man spricht, wo die Bedienelemente sind und auch immer die gleichen Begriffe benutzt. Dann geht es weiter, dass man erstmal die Maschine richtig einstellt, justiert. Das ist ja wichtig, damit man überhaupt entsprechende saubere Ergebnisse erzielen kann, präzise Ergebnisse erzielen kann. Und damit man diese Ergebnisse, diese präzisen Ergebnisse über viele Jahre erzielt, ist es natürlich auch wichtig, dass die Maschine gewartet und gepflegt wird. Also wer die Maschine verhunzt, muss sich nicht nach 2, 3 Jahren wundern, wenn sie dann nicht mehr ordentlich sägt. Ja? Klar. Und dann ist eben wichtig, dass man auch die Pflege und die Wartung erklärt. Und im nächsten Schritt, das ist bei allen meinen Büchern gleich, geht es dann um die Werkzeuge, die man auf die Maschine machen kann. Das ist bei der Formatkreissäge zum Beispiel die Sägeblätter, die unterschiedlichen, bei der Tischfräse die schier unbegrenzten Möglichkeiten an Fräser, die man da aufspannen kann. Und wenn man das dann alles verinnerlicht hat, geht es auf dieses ganz, ganz wichtige Sicherheitsthema, wo ich dann nochmal erkläre, was jede Maschine an Sicherheitseinrichtungen hat und wie man sie richtig einsetzt. Und erst wenn das alles klar ist und der Leser auch das verinnerlicht hat, dann gehen wir erst in den praktischen Teil der Bücher über. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es braucht ein gewisses Rüstzeug bei diesen schweren, massiven, leistungsfähigen Maschinen, dass man an die Praxis gehen kann. Das ist auch bei einem Maschinenkurs so. Man muss erstmal sich über die Maschine im Klaren sein und über die Sicherheitsvorkehr. Ja, Und vollkommen klar. dann baut das nach und nach auf. Also man fängt mit den grundlegenden Dingen an und dann geht es weiter über Spezialanwendungen, die man mit der Maschine machen kann. Und jetzt bei der Formatsäge gibt es dann zum Beispiel am Schluss richtig spezielle Anwendungen, die quasi normaler Holzwerker, der zu Hause arbeitet, in der Regel seltenst einsetzt. Aber da bin ich wieder auf dem Trip, dass ich sage, die Bücher, die ich erstelle, die sollen alles beinhalten, was man zu dieser Maschine wissen muss. Auch wenn man es vielleicht jetzt nicht braucht, irgendwann möchte man auch dasjenige, was wir ganz zum Schluss im Video nochmal zeigen werden, wollen wir jetzt noch nicht verraten, auch irgendwann will man das machen. Und dann kann man in meinem Buch nochmal nachlesen. Guido, ich kenne deine Bücher ja ziemlich genau. Das ist ja das Verführerische. Du bringst dann ja auf den Geschmack. Man möchte dann ja sozusagen auch weitere Techniken ausprobieren. Das ist eigentlich der Spaß. Man lernt dann anhand deiner Bücher. Lass uns mal ins Detail gehen. Es gibt so viele interessante Punkte in dem Buch. Ich habe mir nur so ein paar Mal rausgegriffen oder wir gemeinsam im Vorgespräch. Können wir mal ein bisschen was zu sagen? Und das sei jetzt einfach nur exemplarisch zu verstehen, wie detailliert das Buch aufgebaut ist. Wir gehen mal ein bisschen weiter vor mit den Bildern. Moment, muss ich noch eben teilen. So, jetzt müsstest du auch ein Bild sehen. Ja, ich sehe es. Ja, das ist so ein Übersicht, so ein typisches Übersichtsbild, was in jedem Buch vorkommt. Also jetzt hier haben wir das Formatkreissäge-Buch und da ist eben eine Formatkreissäge abgebildet und auch bezeichnet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil verschiedene Firmen sogar unterschiedlich ihre Bauteile benennen. Beispielsweise der Formatschiebetisch heißt bei Altendorf Rollwagen. So, und dann ist es natürlich wichtig, dass man als Leser auch weiß, wenn einer von Rollwagen spricht, dass das das Gleiche bedeutet wie der Formatschiebetisch. Und ein Tischler, der sagt auch gerne mal einfach nur Schiebeschlitten dafür. So, und in einem Buch ist es halt wichtig, dass man sich auf eine Begrifflichkeit einigt. Und dass man den Leser damit nicht überfordert, tausende verschiedene Begriffe dann mal so und mal so benennt. Und deswegen gibt es diese Übersicht, wo jeder nochmal nachschauen kann, was ist denn ein Oberschutz mit Absaugrohr und Schutzhaube, jetzt oben im Bild zu sehen. Ja. Oder irgendwelche andere Teile an der Formatkreissäge. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und jedes Buch hat eine solche Übersicht. Ja, wir können einfach mal zum, hoppala, Entschuldigung, wir können einfach mal zum nächsten Bild weitergehen. Ja. Das ist eine, Entschuldigung, Ein super Plan. soweit. Ja. Ja, dauert ein bisschen. So, jetzt sind wir bei einer klassischen Ablenksituation. Ja. Ja, es ist ja so, dass man bei der Formatsäge so einen Auslegerarm hat, wo auch der Ablenkanschlag an unterschiedlichen Positionen befestigt werden kann. Hier sieht man zum Beispiel, ist
der Ablenkanschlag im Bereich des Anwenders, also direkt vor dem Anwender positioniert. Man kann ihn aber auch auf die andere Seite, also vom Anwender weg positionieren. Und in dieser Position hat man beispielsweise Vorteile, wenn man dünne Leisten zuschneidet. Dann kann man quasi den Schnittdruck, den man durch das Sägeblatt bekommt, direkt am Ablenkanschlag auffangen. Und dadurch kann man eben kleinere Werkstücke deutlich sicherer und präziser bearbeiten. Wenn man jetzt große Platten bearbeiten möchte, wäre es natürlich besser, wenn der Ablenkanschlag umgesteckt wird, also in die gegenüberliegende Seite, damit man eben das schwere Werkstück nicht über diesen Ablenkanschlag drüber heben kann. Und das wird im Buch immer genau erklärt. Also ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, warum gibt es überhaupt die Möglichkeiten, den Ablenkanschlag an zwei Positionen zu stecken und wo macht es Vorteile und wo macht es Nachteile. Das sind so die Aspekte deines Buches, die ich schätze. Es geht darum, dass man wirklich lernt, dass man Fragen beantwortet bekommt, die man vorher noch gar nicht hatte. Das ist auch der Fall, wenn es um das Thema Zubehör geht. Und da habe ich noch ein Bild mitgebracht und rausgesucht, was ein interessantes Zubehörteil zeigt. Ja, hier dieses, Beziehungsweise, das Entschuldigung, ich bin da einen zu weit gesprungen. Hier sind wir jetzt erst nochmal beim Parallelanschlag. Entschuldigung. genau, der Parallelanschlag, das ist eine wichtige Geschichte, wenn man beispielsweise sich eine Formatkreissäge zulegen möchte. Dann sollte man unbedingt darauf achten, dass man zum Beispiel das Anschlaglineal des Parallelanschlags auch zurückziehen kann, nach vorne und zurückziehen kann. Es ist nämlich wichtig, wenn man Massivholz auftrennt. Massivholz steht unter Spannungen. Es kann sich beim Auftrennen zusammenziehen. Und wenn man dann beispielsweise nicht Platz lässt für diesen Verzug, also das Anschlaglineal also entsprechend zurückzieht in einer gedanklichen 45-Grad-Linie, dann hat man ein Problem. Dann kann es zum Klemmen kommen. Und gut, der Spalter hilft dafür, dass es keine Rückschläge gibt. Aber im schlimmsten Fall kann es schon auch einen kleinen Rückschlag geben. Und das verhindert man eben, indem man in der gedachten 45-Grad-Linie den Parallelanschlag etwas zurückzieht. Ja, dieses Visualisieren finde ich immer auch eine Stärke der Bücher, dass man wirklich versteht, was diese schnell mal dahingesagten Regeln, die man immer mal wieder so hört, ja, Entschuldigung, Parallelanschlag auf 45 Grad einstellen. Das klingt jetzt mal völlig paradox, aber wenn man so eine Abbildung dann sieht, dann macht es Klick, wenn man vorher noch nicht sich ganz lange mit der Formatkreissäge beschäftigt hat. Richtig. Was du auch noch schön zeigst, sind, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich eben zeigen wollte, ist dieses hier. Das ist nämlich auch ein bisschen Zubehör. Wie kann ich sozusagen die Säge ganz exakt noch justieren? Also es ist ja so, dass viele einfache, kleinere Formatkreissägen oftmals mit einfachen analogen Skalen ausgestattet sind. Und wenn man auf 22,5 Grad einstellen möchte, ist das natürlich beim Ablesen schon ein Problem. Vor allen Dingen für einen Brillenträger, der vielleicht mit Gleitsicht rumackern muss, so wie ich. Das ist schon eine Herausforderung. Und da gibt es diese Neigungswinkel, diese Bevelbox oder Levelbox, die wir hier sehen. Und die können schon eine richtig gute Hilfe sein. Also wenn man die vorher kalibriert auf dem Schiebetisch, also auf Null stellt und dann die sind magnetisch auf der Unterseite und dann ans Sägeblatt heftet, dann kann man wunderbar und auf den Zehntel, das Zehntel Grad genau den Winkel ablesen, den man da einstellt. Und ich habe das, weil ich habe das im Bild ist eine Altendorf WA6, die in meinen Kursräumen steht. Und ich habe in der Werkstatt noch eine richtig große Formatsäge mit Digitalanzeige. Und ich habe extra ich habe zwei von diesen Bevelboxen. Die kosten so um die 50 Euro mein. Also sie sind nicht gerade die billigsten. Das sollte man auch nicht machen. Und ich habe die wirklich mit der Anzeige von meiner 15.000 Euro teuren Formatsäge in der Werkstatt antreten lassen. Und ich kann wirklich die oftmals negative Kritik an den Dingern nicht nachvollziehen. Die waren bis auf ein Zehntel Grad absolut identisch mit meiner großen Formatsäge. Also die Dinger sind klasse. Und wenn man nicht gerade die billigsten holt für 20 Euro und immer eine frische Batterie in der Werkstatt hat, weil das ist das Problem bei den Dingern. Die Batterie ist auch mal, wenn man eine kalte Werkstatt hat, ist dann schnell leer. Aber die Ja, Dinger klar. sind Gold wert und den Luxus sollte man sich gönnen.
Ja, liebe Teilnehmer hier beim Holzwerken Live-Interview mit Guido Hen, ich hatte gerade persönlich keinen Ton mehr für Guido Hen während seiner Erläuterung zur Levelbox. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles angekommen, aber bei mir funktioniert es wieder. Wir machen einfach weiter im Programm. Das Thema Sicherheit, du hast es angesprochen, ist ein ganz wichtiges beim Buchformatkreissäge. Wir kommen gleich mal zum nächsten Bild. Da gehst du auf ein ganz wichtiges Feature ein, nämlich auf den Spaltkeil. Ja. Ja, der Spaltkeil und die Spanhaube sind eigentlich das wichtigste Sicherheitsmerkmal bei einer Formatsäge. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Spaltkeil und auch Spanhaube dürfen nicht weggemacht werden, abgebaut werden. Und es ist halt ganz wichtig, dass man den Spaltkeil dann auch entsprechend richtig einstellt. Also generell kurz erklärt, der Spaltkeil hat die Aufgabe, bei Massivholz beispielsweise die Schnittfuge offen zu halten. Ich hatte eben schon gesagt, Massivholz steht unter Spannung, da kann sich hinten was zusammenziehen und wenn dann die aufsteigenden hinteren Zähne keinen Freiraum nicht aufgehalten werden, dann kann das Werkstück zurückschlagen und dafür ist der Spaltkeil da. Diese Aufgabe kann er natürlich nur erfüllen, wenn er richtig montiert wird. Das heißt, maximal 8 mm Abstand, minimal 3 mm Abstand. Und was auch noch wichtig ist, weil man ja immer wieder in YouTube-Videos sieht, wie welche den Spaltkeil abbauen, weil sie meinen, der stört, weil sie Weil sie das nicht irgendetwas verstehen, mit vielleicht auch. verdeckten Schnitten machen. Und deswegen müsste das Ding runter. Das Problem ist, das sind meistens Leute, die einfach kleine Tischkreissägen haben, wo dann oben die Spanhaube dran befestigt ist. Und klar, da wird natürlich gerne der Spaltkeil dann entfernt. Aber es gibt dann bei einem guten Formatkreissägen einen speziellen Spaltkeil, wo die Spanhaube dann nicht mehr oben befestigt wird. Und der wird dann 2 mm tiefer eingestellt als der Flugkreis der Schneiden, der Zähne. Und damit kann man dann auch verdeckte Schnitte herstellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt nur einen einzigen Ausnahmefall, das ist das Einsetzsägen. Und da sage ich auch ganz ehrlich, wer keine Maschine hat mit Digitalanzeige, also wo das Sägeblatt motorisch nach oben und unten gefahren wird, der sollte zum Einsetzsägen besser eine Tauchsäge mit Führungsschiene einsetzen. Und das nicht durch Einklappen auf der Formatsäge oder auf der Tischkreissäge machen. Das ist viel zu gefährlich. Da braucht nur was runterzuknallen und die Finger sind im Sägeblatt drin. Deswegen gibt es die Tauchsäge und die Tauchsäge ist dafür deutlich besser geeignet. Dann allerdings auch mit Rückschlagstopp, das ist auch ganz wichtig, nicht die Tauchsäge ohne Rückschlagstopp, also zum Einsetzen und zum Aussetzen jeweils einen Stopp an die Schiene montieren und dann hat man eine wunderbare Einsetzsägemöglichkeit. Das ist halt wichtig. Entscheidend ist halt auch, dass du, und das finde ich auch ganz passend bei dem Thema, dass du auch Limitationen nennst von der Maschine sozusagen. Das Ja. lieber nicht machen, da lieber eine andere Maschine zu nehmen. Selbst wenn man sich jetzt so ein dickes Ding wie eine Formatkasse hingestellt hat, es gibt wenige Situationen, die man damit nicht lösen kann. Und das sagst du dann auch Vielleicht ganz offen. Finde ich prima. noch eine Sache, weil ich habe das heute noch in einem Forum gelesen. Da wurde dann auch über mein Buch gesprochen und dann hieß es, naja, das Schöne ist ja, das Buch ist ganz nett, aber er zeigt das alles an seiner großen 15.000 € teuren Format 4 Kappa 55. Es ist völlig egal, an welcher Maschine ich das zeige. Die Maschine hat einfach eine Größe, die einer Tischlerei würdig ist. Das ist einfach so. Wir brauchen mehr Zuschnittmöglichkeit. Und sie hat ein paar Komforteinrichtungen. Aber das ändert nichts an der Handhabung. Also ob ich jetzt eine kleine BA6 nehme oder eine große Kappa 55 nehme, die Anwendung ist immer identisch. Ich kann die günstigste Formatkreissäge nehmen. Alles das, was ich im Buch zeige, kann man auch auf der billigen Formatkreissäge für 3.000, 4.000 € machen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich unsere Autoren, die für Holzwerken schreiben und arbeiten, nicht dafür entschuldigen müssen, dass sie Tischlermeister sind und auch so ausgestattet sind. Sondern natürlich, aber gleichzeitig gilt sowohl bei unseren Büchern, auch bei den Videos und bei den Zeitschriftenartikeln, es ist alles auch im kleineren Maße umsetzbar, mit kleineren Maschinen, mit Richtig. anderen Methoden häufig auch. Wir bekommen manchmal auch die Einwürfe, naja, ich habe ja nicht so einen riesen Maschinenpark. Ja, das mag sein, dass da größere Maschinen abgebildet sind, aber es geht auch immer auf den kleineren Maschinen oder auch von Hand teilweise. Das nur mal als kurzer Einschub. Ja. Was ich ganz interessant finde, du belässt es nicht bei der Formatkreissäge beim Blick auf
den Maschinentisch, sondern du guckst auch mal in den Innenraum, in die Motorhaube, unter die Motorhaube und Ja. schaust mal, zeigst mal, was da los ist. Und das schauen wir uns nochmal an. Das ist ja wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel mit Maschinen arbeitet, die große Sägeblätter zulassen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Blick in meine große Formatsäge und die kann beispielsweise bis 500 mm große Sägeblätter aufnehmen. Und bei diesen Sägeblättern muss man die Drehzahl reduzieren, weil je größer so ein Sägeblatt ist, umso langsamer muss es laufen, weil sonst eine immens hohe Schnittgeschwindigkeit entsteht, die auch in einem Gefahrenbereich sind, wo eine Überhitzung des Sägeblatts dann stattfindet und da kann ein Materialbruch der Schneiden entstehen. Und das ist extrem gefährlich. Also man muss da auch wissen, was man tut. Und wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, mein Buch muss alle zufriedenstellen. Und es gibt eben auch Nutzer, die Möglichkeit haben, große Sägeblätter drauf zu machen. Jetzt zum Beispiel bei der kleinen WA6 von mir, die ich in den Kursräumen habe, da gehen nur Sägeblätter bis 315 mm drauf und da gibt es dann nur eine Drehzahl. Aber auch hier lohnt es sich immer mal kurz einen Blick auf den Keilriemen zu werfen, denn der ist extrem wichtig und wenn man eine Maschine lange benutzt, kann so ein Keilriemen auch Schaden nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass man wenigstens ja, ein-, zweimal im Monat mal kurz auf den Keilriemen schaut, ob der schon irgendwelche Risse hat oder sonst irgendwie abgenutzt ist. Und was auch ganz wichtig ist, was viele gar nicht wissen, ein Keilriemen kann auch leicht durchrutschen, wenn die Spannung nachlässt. Und oftmals sieht man das leider auch bei YouTube-Videos, wo beim Einschalten der Maschine es so quietscht, quiek. Und dann ist das ein Zeichen dafür, dass beim Einschalten, beim Anlaufen der Maschine der Keilriemen durchrutscht. Und das ist ein Zeichen, dass er zu locker ist. Und auch da muss man eben noch mal ein bisschen nachspannen. Also ein guter Keilriemen, eine gute Keilriemenspannung ist so, dass man so maximal 5 mm den Keilriemen nach innen drücken kann. Dann ist er optimal. Und das sind alles Hinweise, die ich auch im Buch immer wieder gebe und wo wirklich jeder was rauslesen kann. Genau, wir zeigen jetzt noch einige weitere Beispiele, die wirklich nur Beispiele sind von diesem wirklich sehr umfangreichen Buch. Guido, wir sehen es bei dir im Hintergrund, du bist ein musikalischer Mensch, das zeigst du auch in deinem Buch. Da geht es um Klang. Ja, es ist ja so, also wenn man ein neues Sägeblatt hat, da kann man davon ausgehen, das ist, wenn man ein Markensägeblatt hat, das ist perfekt. So aus der Packung kann man es drauf machen, ohne großartig damit rumzuhantieren. Wenn man aber schon ein Sägeblatt etwas länger benutzt hat und vielleicht hat es auch schon mal gelitten oder man hat beispielsweise ein Vierzahnsägeblatt zum Auftrennen von Massivholz benutzt, was man normalerweise nicht machen sollte, dann kann es natürlich sein, dass so ein Sägeblatt derart gelitten hat, dass es vielleicht schon Risse bekommen hat. Und das kann man ganz einfach überprüfen, indem man das Sägeblatt mal auf den Zeigefinger steckt und mal mit dem Knöchel dagegen klopft. Quasi mit der Klangprobe mal reinhorcht in das Sägeblatt. Und wenn man einen lang anhaltenden Ton bekommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Sägeblatt in Ordnung ist. Ist der Also Ton es aber klingt dann, kurz, ja, ist der Ton aber kurz und scheppernd, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwelche Risse im Sägeblatt sind. Und also ein kurzer scheppernder Ton ist ein Zeichen dafür, Sägeblatt muss entsorgt werden, nicht mehr drauf machen, wegschmeißen. So ist es. ja. Und man kann auch am Klang, vielleicht das noch kurz gesagt, man kann auch am Klang herausfinden, wie vibrationsarm, also wie die Rundlaufgenauigkeit, wie die Planlaufgenauigkeit eines Sägeblatts ist. Also wenn es so ein dumpfer, langanhaltender Ton ist, dann kann man sagen, das Sägeblatt hat eine sehr geringe Vibration. Ist ein hell klingender, langanhaltender Ton, dann ist die Vibration etwas stärker. Also daran kann man das auch feststellen. Und auch das sind Dinge, die man natürlich auch während der Recherche zu so einem Buch, das sind alles Dinge, die ich mir auch erstmal anlesen muss oder von Sägeblattherstellern erstmal erklären lassen muss. Also ich habe auch während der Recherche zum Buch mit vielen Herstellern gesprochen, die mir auch Tipps und Tricks gegeben haben, die in dieses Buch mit eingeflossen sind. Ich bin ja auch nicht allwissend, ich weiß ja auch nicht alles über diese Dinge. Das ist ja auch das Interessante am Buchschreiben, dass man auch selber vieles dazulernt.
Ganz klar. Also man merkt es wirklich an vielen Stellen, dass da natürlich Expertise aus verschiedenen Richtungen eingeflossen ist. Und wir haben jetzt viel über Sicherheit und grundsätzliche Sachen gesprochen, auch viele Bilder gezeigt, die das illustrieren, was in dem Buch alles vorkommt. Aber lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Die Stärken des Buchs in meiner Warte sind eigentlich so diese vielen kleinen Vorrichtungen und Dinge, die du vorstellst, damit man die Formatkreise noch mal so richtig ausreizen kann. Zwei Namen sind da, ein Stichwort Fritz und Franz. Damit fangen wir jetzt vielleicht mal an beim Spezialteil. Ja, klar. Fritz und Franz, das kennen viele, die schon mit der Formatsäge gearbeitet haben. Das ist eine Erfindung der Holzberufsgenossenschaft. Und damit bezeichnet man quasi zwei Schiebebretter, zwischen die man Werkstücke quasi einklemmen kann. Und die haben so eine rutschfeste Stehkante. Und zwischen diesen Stehkanten kann man das Werkstück einklemmen und kann das dann auf dem Schiebetisch festklemmen und dann am Sägeblatt vorbeischieben. Und hier sieht man eine leicht modifizierte Version von mir. Also diese einfache Version der Holzberufsgenossenschaft oder einfache, diese wirklich sehr gut funktionierende Version der Holzberufsgenossenschaft gibt es auch im Buch bei mir und auch einen Bauplan, wie die gebaut wird. Aber natürlich habe ich auch da kleine Veränderungen vorgenommen. Und beispielsweise sieht man hier im Bild meine modifizierte Version. Und zwar habe ich einmal ein Langloch in diese Schiebebretter reingemacht, sodass man die Schiebebretter auch schräg stellen kann, also auch schräge Bauteile dazwischen klemmen kann. Und neben dieser grünen Stehkante, die man ja noch im Bild sieht, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite noch so einen Winkel mit zwei Spitzen montiert. Und zwischen diese Spitzen kann man wunderbar Massivhölzer einstecken, einklemmen. Das, was Und man hier das sieht hat jetzt dann genau, ja. den Vorteil, dass man beispielsweise, wie als wenn man mit einem Besäumschuh arbeitet, das Werkstück quasi auf dem Tisch halten kann. Es wird nicht hochgezogen vom Sägeblatt, das kann ich abheben. Und das ist wiederum eine verbesserte Sicherheit. Wir kommen jetzt mal zum ersten Videoclip. Da geht es um eine Geschichte, als ich das Buch dann wirklich gesehen habe oder das fast fertige Buch, da dachte ich, oh, das kenne ich ja gar nicht. Ich bin auch Tischler, ich habe auch in der größeren Tischlerei gelernt mit vielen Formatkreissägen, aber das kannte ich in der Tat noch nicht. Erläutere doch mal ein bisschen, was hat es mit der sogenannten Auflagenhilfe auf sich? Ja, die Paradedisziplin einer Formatsäge ist natürlich der Zuschnitt von großen Platten. So, und hat man jetzt eine riesengroße Platte, dann kann man das ja auf dem Ablenkanschlag, auf dem Ausleger wunderbar auflegen vorne, aber im hinteren Bereich, da hängt die quasi in der Luft. Und alle namhaften Formatkreissägenhersteller bieten dazu entsprechende Auflagehilfen, die man dann auf zeitweise nur in den Schiebetisch einhängen kann. Und so eine Auflagenhilfe macht Sinn, wenn man beispielsweise auch etwas parallel schneiden möchte, also eine große Rückwand beispielsweise, die man parallel und auf Länge zuschneiden muss. Und genau das schauen wir uns jetzt gleich mal auf dem Video aus dieser DVD dann noch an, Genau, wo man dann auch. Entschuldigung. Sag das. Alle Videos, die wir jetzt zeigen, sind Clips, ein kurzer Ausschnitt aus der im großen, umfangreichen zwei DVDs umfassenden Videomaterial im Buch Formatkreissägen. Ich leg mal los hier. So, Film. Man kann große Platten auch ganz hervorragend auf dem Schiebetisch auf Breite zuschneiden. Dazu benötigen Sie allerdings nur eine zusätzliche Auflagehilfe samt Parallelschneidvorrichtung oder einem selbstgebauten Klappanschlag. Für den ersten Besäumschnitt klappen Sie den selbstgebauten Anschlag und auch den Anschlagreiter aus dem Weg. Nach dem Besäumschnitt drehen Sie die Platte einmal um 180 Grad, sodass Sie die eben gesägte Kante dicht an den Klappanschlag und den Anschlagreiter anlegen können.
So wird die Platte dann schon mal exakt parallel in der gewünschten Breite zugeschnitten. Dann geht's an den Längenzuschnitt. Das gewünschte Längenmaß stellen Sie wieder am Ablängeanschlag ein. Sägen Sie auch hier wieder zunächst nur ein Plattenende exakt rechtwinklig zu. Dieses Ende legen Sie jetzt wieder dicht an den Anschlagreiter und sägen die Platte auf die gewünschte Länge zu. Vor allem großformatige Zuschnitte, zum Beispiel für Rückwände oder Schiebetüren, werden auf dem Schiebetisch in Verbindung mit einer Parallelschneidvorrichtung deutlich präziser als am Parallelanschlag. So, das war das erste Video. Ja, man sieht sehr schön wirklich, was man alles mit der Formatkassette genau machen kann, wenn man das richtige Zubehör kennt. Genau. Und was auch noch wichtig ist, es gibt dieses Zubehör, diese Auflagenhilfe wirklich für fast jede Formatkassette. Es muss nicht diese große von mir jetzt sein. Selbst die kleine WA6, da gibt es den Palin. Das ist ein ähnliches Teil halt von Altendorf. Und da muss man einfach mal gucken, im Zubehör, was der Hersteller so noch anbietet. Deswegen auch der Hinweis nochmal, was ich im Buch beschreibe. Mit ein bisschen Fantasie kann man das alles auch auf jede andere Formatsäge anwenden. Das ist ein guter Hinweis. Und apropos Anwenden, ich habe jetzt noch eine weitere Vorrichtung rausgesucht, beziehungsweise eine Einrichtung, ein Hilfsmittel, das du dir ausgedacht hast, um ein kniffliges Problem auf der Formatkreissäge zu lösen. Wir gucken mal wieder in ein Foto rein. Ja. So. Und ich hoffe, du siehst es jetzt gleich. Ja, jetzt ist es da. Ja, das ist eine Vorrichtung, aus einer Quadratleiste zwei Dreiecksleisten herauszusägen. Und das ist ja immer eine kleine Herausforderung, wenn man eine schmale Leiste hat, die dann entsprechend als Dreieckleiste zuzuschneiden, ohne so eine Vorrichtung eigentlich viel zu gefährlich. Und was ich immer mache, wenn ich eine Vorrichtung entwickle, dass die Hände quasi so gut wie nie in den Gefahrenbereich des Sägeblatts kommen müssen. Deswegen gibt es eben vor und hinter dem Sägeblatt Andruckkämme, die das Werkstück nach unten drücken. Es gibt eine Plexiglasabdeckung, damit man nicht versehentlich ins Sägeblatt greifen kann. Und man benutzt eben, das sieht man auch rechts im Bild, eine lange Leiste, um dieses Kantholz da durchzuschieben. Also man schiebt das nicht mit den Fingern weiter, sondern man nimmt immer irgendein Restholz, irgendeine Leiste und zur Not auch den Schiebestock, womit man dann das Werkstück durchschiebt. Und das ist bei allen Vorrichtungen, die ich entwickle, auch gleich werden wir ja noch ein paar andere sehen, ist für mich immer der Sicherheitsaspekt an allererster Stelle. Das merkt man in jedem Buch auch. In dem Fall ist es sogar so, dass die Bildperspektive so ein bisschen suggeriert, als wären die Hände nah dran, aber sie sind meilenweit weg in Wirklichkeit bei dem Bild. Ja. Es gibt auch noch andere knifflige Situationen, die schnell, gefährlich werden können. Und da haben wir schon das nächste Video. Da geht es um das Zuschneiden von spitzen Bauteilen, sag ich mal. Kannst du da schon vorab mal was zu sagen? Es ist ja so, dass man bei einer Formatsäge das Sägeblatt nur bis maximal 45 Grad zur Seite neigen kann. Wenn wir also jetzt spitzere Gärungen als 45 Grad herstellen,
dann geht das so einfach erstmal nicht. Also die Platte kann man dann nicht mehr flach hinlegen, sondern man muss einen Trick anwenden und die Platte dann hochkant über das Sägeblatt führen. Und genau dafür braucht man aber wieder eine gewisse Vorrichtung und ein gewisses Know-how, um das dann auch wirklich präzise über das Sägeblatt zu führen. Also als Beispiel kann man zum Beispiel die Schweizer Kante mal nennen. Das ist ja eine ganz beliebte Kantenform bei Möbelstücken. Und hat man jetzt zum Beispiel oben so ein Abschlussbrett bei einem kleinen Schränkchen, was man gerne mit dieser Schweizer Kante verzieren möchte, dann kann man das wunderbar auch auf der Formatsäge machen. Und das zeigen wir jetzt mal in dem nächsten Video. Stellen Sie nun die Deckelplatte hochkant vor die beiden Eckwinkel und fixieren Sie die Platte mit zwei Hebelzwingen. Bitte gut festspannen und dazu ausschließlich Hebelzwingen und keine normalen Schraubzwingen einsetzen. So gesichert können Sie die Deckelplatte jetzt hochkant über das Sägeblatt bewegen. Die Hände befinden sich dabei weit aus dem Gefahrenbereich. Daher macht es auch nichts aus, dass man ohne Schutzhaube arbeiten muss. Auf die gleiche Weise sägen Sie jetzt nacheinander an alle weiteren Deckelkanten die gewünschte Schräge an. Das A und O ist dabei ein mit Hebelzwingen gesichertes Werkstück und gut festgespannte Winkelvorrichtungen. Die fertig angeschrägten Kanten sind dann absolut präzise und gleichmäßig gesägt. Lediglich die minimalen Sägespuren müssen Sie zum Schluss noch etwas nachschleifen. So, da sind wir wieder. Ja, ganz beeindruckend eigentlich, wie man diesen doch echt kniffligen Arbeitsgang wirklich sicher beherrschen kann auf der Formatkreissäge. Also man braucht da nicht fräsen, man muss nicht den Handhobel rausholen, um eine Schweizer Kante herzustellen. Man kann auch die Formatkreissäge benutzen. Wir machen direkt weiter. Guido, hörst du mich? So, Guido, jetzt. So, jetzt sollte ich eventuell das richtige Knöpfchen gefunden Alles haben. Klar. Ich habe wieder Ton. Also, Mikrofon funktioniert. Ja, tut mir leid, meine Damen und Herren, ich bin hier so ein bisschen wie in einem Regieraum gleichzeitig und muss die richtigen Knöpfe finden. Für mich auch eine Premiere, ich bitte um Nachsicht. Guido, ich sag's nochmal, also ich finde es ganz interessant, wie man auch so auf die Weise schwierige ja, Holzbearbeitungsschritte hinbekommen kann. Ja. Man muss also keine Fräse anschmeißen, um eine Schweizer Kante anzulegen. Man muss auch nicht den Handhobel bemühen.
Das heißt, da gibt es durchaus gute Möglichkeiten. Weitere gute Möglichkeiten gibt es auch in Sachen große Felze. Da hast du auch ein Video mitgebracht, sag ich mal. Ja, beim Herstellen von Felze denken die meisten ja an die Tischfräse, an den Frästisch oder die Oberfräse. Doch gerade wenn man sehr tiefe und große Felze herstellen möchte, dann ist die Formatkreissäge doch ein wahnsinnig geniales Teil. Also die Tiefe, die man mit der Formatkreissäge erreichen kann, das schafft selbst eine große Tischfräse nicht. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass man bei einer Formatkreissäge dann auch gleich das Teil, was man heraussägt, nochmal benutzen kann. Also das landet nicht wie bei der Tischfräse in den Spänen und ist dann weg zur thermischen Verwertung, sondern wir können diese Leiste nochmal einsetzen. Und das ist bei teurem Holz natürlich nicht zu vernachlässigen. Und wie das genau funktioniert und wie man das genau macht, schauen wir uns jetzt nochmal in dem Video an. Beim Falzen denken viele Holzwerker fast zwangsläufig an die Tischfräse, den Frästisch oder die Oberfräse. Doch gerade wenn es um besonders große Falze geht, ist die Formatsäge allen anderen Maschinen haushoch überlegen. Und so einfach geht's. Den Falz auf das Stirnholz markieren und danach zuerst die Sägeblatthöhe einstellen. Als nächstes stellen Sie den Parallelanschlag ein. Das können Sie entweder mit Hilfe der Markierung oder über die Skala am Anschlag erledigen. Dann die Spanhaube auf Werkstückdicke einstellen und das Werkstück am Parallelanschlag anliegend durchs Sägeblatt schieben. Beim zweiten Sägeschnitt müssen Sie darauf achten, dass das Reststück im Bereich des Schiebetisches freiliegend abfällt und nicht zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt. Dort könnte sich der Abschnitt nämlich verklemmen und zurückgeschleudert werden. Große, üppige Falztiefen lassen sich jedenfalls auf der Formatsäge schneller und sicherer herstellen als auf einer Tischfräse oder einem Frästisch. Zudem spart man erheblich an Material, da man die abfallende Leiste noch weiter nutzen kann. Dieser Vorteil ist vor allem bei sehr hochwertigen und teuren Hölzern nicht zu unterschätzen. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich den richtigen Knopf etwas schneller gefunden, hoffe ich. Genau. Also ganz spannendes Thema, wirklich, dass man ja zwei Schnitte und fertig ist der Falz. Und das Reststückchen habe ich mir auch noch gesichert. Also das ist eine schlaue Idee, als einfach immer nur Hamsterstreu zu produzieren mit der Tischfräse, wo ich dann alles zerspane. Und vielleicht noch als Hinweis, man kann ja auch problemlos zum Schluss nochmal mit der Tischfräse, wenn man jetzt von der Qualität her nicht so begeistert ist, von der Fläche her, geht man einfach mit der Tischfräse nochmal drüber, aber man hat wenigstens das Teil gerettet. Ja, und man hat wirklich, ja genau, die Masse des Holzes einfach nicht zerspart. Wir kommen gerade schon Richtung Fräse. Das ist eigentlich eine ganz nette Überleitung, denn was viele wirklich nicht wissen, und da reizt man die Formatkreissäge dann richtig aus, was viele nicht wissen ist, man kann Fräswerkzeuge, also geeignete Fräswerkzeuge auf der Formatkreissäge einsetzen. Darum dreht es sich beim nächsten Clip. Ja, genau. Also in der Regel kann man auf fast jede Formatsäge auch Verstellnuter einsetzen. Es muss natürlich vom Hersteller so ein bisschen vorbereitet sein. Also wenn jetzt eine ganz billige Formatsäge ist, dann wird das in der Regel nicht angeboten. Aber bei den hochwertigen Formatsägen ist es in der Regel so, dass man auch Verstellnuter oder sonstige Fräswerkzeuge da draufspannen kann. Und mit dem Verstellnuter hat man dann wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel auch wieder, was wir jetzt gleich im Video sehen werden, dass man damit auch felzen kann. Und wenn Magst du man kurz, magst du kurz den Verstellnuter erklären als Werkzeug in zwei Sätzen? Was ist das für ein Werkzeug? Also Verstellnuter, das sind zwei Scheiben, die zusammengesetzt sind und die man durch Unterlegscheiben auf eine bestimmte Dicke voreinstellen kann.
Und so kann man dann zum Beispiel, wenn man eine Nut haben will von 10 mm, den so einstellen, dass durch diese Unterlegscheiben exakt diese 10 mm Nut entsteht. Man kann aber auch, wenn man ihn auf die volle Breite einstellt, wunderbar zum Felzen einsetzen. Und das mache ich jetzt in dem Video jetzt gleich. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, weil man das auch schon mal auf YouTube-Videos sieht, selbst bei Profis, die zeigen dann, wie sie das am Parallelanschlag machen. Das sollte man möglichst nicht machen. Also wenn man mit dem Verstellnute arbeitet, dann sollte man dazu ein Winkelbrett einsetzen. Und dieses Winkelbrett ist sowieso ein Tausendsasser und gehört eigentlich wie Fritz und Franz zu jeder Formatkreissäge dazu. Das ist wirklich ein tolles Teil. Und mit diesem Teil hat man die Möglichkeit, auch weil es aus Holz ist, auch zum Beispiel reinzunuten oder reinzufräsen, was ja im Parallelanschlag so nicht geht. Man will ja nicht sein Nein, Alulineal zerstören. nicht gerne, Und nein. deswegen die Leute, die also die Möglichkeit haben, mit dem Verstellnoter zu arbeiten, also zum Falzen, sollten das dann immer mit einem Winkelbrett machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das schauen wir uns jetzt mal an, ganz genau. Auf einigen Formatsägen können Sie auch Fräswerkzeuge wie zum Beispiel diesen Verstellnuter einsetzen. Damit lässt sich das Einsatzspektrum einer Formatsäge deutlich erweitern. Beispielsweise können Sie mit einem Verstellnuter präzise und sicher einen Falz in eine lange Seitenwand fräsen. Und dank der hartmetallbestückten Hauptschneiden und Vorschneidern sind auch die Fräsungen in schwierigen Plattenwerkstoffen absolut sauber und ausrissfrei. Stellen Sie als erstes die genaue Fräserhöhe ein. Die Fräserhöhe bestimmt bei unserer 19 mm dicken Seitenwand die Falzbreite. Falzen sollten Sie möglichst nur mit einem Winkelbrett. Das ist ein wahrer Tausendsasser, der in wenigen Minuten nachgebaut ist und neben Fritz und Franz in keiner Werkstatt fehlen darf. Für das Falzen sollten Sie ein möglichst langes Winkelbrett von etwa 1 m einsetzen. Mittig zum Fräswerkzeug platziert, ergibt sich so eine schöne lange Ein- und Auslaufkante von jeweils 50 cm. Der Abstand zwischen Winkelbrettkante und nach außen zeigendem Vorschneider ergibt die Falztiefe. Setzen Sie, wenn vorhanden, auch den Oberschutz als Werkzeugabdeckung ein. Als Alternative dazu können Sie auf das Winkelbrett auch sehr gut ein Stück Acrylglas zur Abdeckung des Fräsers schrauben. Jetzt können Sie selbst lange und schwere Werkstücke sicher und präzise mit Hilfe des Schiebetischs am Winkelbrett entlang führen. Je länger die Winkelbrettkante, umso besser ist die Werkstückführung. Der Falz ist jedenfalls absolut präzise und dank der Vorschneide auch nahezu ausrissfrei. So, da sind wir wieder, Guido. Hallo. Ja, hallo. Also wirklich, Verstellnuter ist ein interessantes Thema, weil man da wirklich ja nochmal ganz neue Möglichkeiten Ja. schafft bei der Formatkreissäge. Und das ist, wir haben ja, ich sage es zum wiederholten Mal, wir haben ja hier nur Ausschnitte aus deinem Buch und Splitter aus deinem Material. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie interessant diese Splitter sind. Ich möchte ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Vorrichtungsbau. Du bist ja, wie gesagt, ein großer Freund von selbstgebauten Vorrichtungen. Wir kennen das ja auch aus dem Handbuch Oberfräse zum Beispiel schon, aber auch bei der Formatkreissäge gibt es Vorrichtungen, die du selber baust, zum Beispiel zum Fingerzinken. Da würde ich Ja. ganz gerne mal ein Bild zu zeigen. Ja. So, ich hoffe, man Genau. sieht's. Ja. Also wenn man schon Nutwerkzeuge auf der Formatkreissäge einsetzen kann, dann bietet sich quasi auch das Fingerzinken auf der Formatkreissäge an. Und hier habe ich mal eine ganz simple
einfach zu bauende Vorrichtung entwickelt, die man mit zwei Zwingen, also zwei Klemmen, direkt am Ablenkanschlag befestigen kann. Das geht also blitzschnell. Und damit kann man dann das Werkstück hochkant davor setzen, sitzt dann auf einer Leiste auf und kann dann entsprechend die Fingerzinken hochkant einsägen oder einfräsen, muss man eigentlich sagen. Und sowas Ähnliches sieht man ja auch oft in amerikanischen Videos, mit dem Unterschied, dass man bei diesen Videos dann meist keine Sägeblattabdeckung hat oder Fräseabdeckung ja. hat. Ja, ja. Hier siehst du ja, da sind vor und hinter dem Sägeblatt immer eine Abdeckung. Also vorne ist zum Beispiel eine einfache, ein paar Holzbretter aufeinander geschraubt, die quasi in der Tischnot vom Schiebetisch befestigt werden. Und auf der Rückseite ist an der Vorrichtung noch ein langes Sperrholz drauf geschraubt, sodass man nicht von hinten zufälligerweise in das Sägeblatt reingreifen oder in den Fräser reingreifen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich sage es ja immer wieder, das steht bei mir an oberster Stelle, das Thema Sicherheit. Man braucht jetzt, wenn man die Dinger nicht dran hat, diese Abdeckung, ja nur mal mit einer Hand abzurutschen, ja. Wenn man die nicht festspannt, sondern festhält, dann ist direkt der Finger oder die Hand verletzt. Ja. Und das versuche ich natürlich auch bei meinen selbstgebauten Vorrichtungen zu vermeiden, dass die auch absolut sicher einzusetzen sind und dass da nichts passiert. Und wenn ja. du mal das nächste Bild zeigst, da kann man mal sehen, wie präzise diese Vorrichtung funktioniert. Also hier sieht man zum Beispiel sehr gut, das sind ja etliche Fingerzinken, die da gesägt wurden. Das war zum Beispiel ein 5 mm Schlitzscheibe, mit der ich gearbeitet habe. Die sieht man so hinten im Hintergrund noch. Also die Fingerzinken sind nur 5 mm schmal und das sind ja etliche, die da sind. Und das ist wirklich beeindruckend, wie präzise man mit dieser ganz simplen 15 Euro teuren Vorrichtung das herstellen kann. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass die Leser dann auch mit dem Buch auch viel Geld sparen können. Also mit den Vorrichtungen, die man sich leicht selber bauen kann. Ich mache da auch nie groß Aufhebens noch mit Streichen oder sonstigen Dingen oder glitzernden Aufklebern. Bei mir ist das alles pragmatisch, das muss nur funktionieren. Also man muss da keinen Schönheitspreis gewinnen. Mit dem Werkstück soll man den Schönheitspreis gewinnen, aber nicht mit der Vorrichtung. Und insofern sieht man hier ganz eindrucksvoll, dass man auch mit einer ganz simplen Vorrichtung richtig tolle Ergebnisse erzielen kann. Ich habe gerade mal durchgezählt, während wir sprechen, es sind, glaube ich, 7 Zwischenräume bei dem oberen Brettchen. Das heißt, wir haben 14 Flanken, 14 ja. Stellen, an denen es schief gehen kann. Wahnsinn. Und ja, und dass es dann trotzdem ineinander gleitet, das ist wirklich Maßarbeit, ganz genau. Ja. Das ist das eine, sind Selbstbaumethoden. Und das Schöne an deinen Videos, Entschuldigung, das Schöne an deinen Büchern vor allem ist, dass du auch abwägst und das dem Leser selbst überlässt, was er denn gerne hätte. Baut er gerne selber solche Vorrichtungen? Oder guckt ihr doch mal bei den Herstellern von Zubehör und so weiter, was es da so alles gibt. Und da hast du auch zwei Vorrichtungen mal genauer beleuchtet und angeschaut. Ja, vielleicht können wir mal das nächste Bild sehen, dann kann ich es besser erklären. Das hier ist zum Beispiel der Zinkenexakt der Firma Eichler. Das ist ein Aluminiumteil, auch mit Abdeckung, Sägeblattabdeckung vorne und hinten. Also absolut sicher, richtig tolles Teil. Hat sogar im Gegensatz zu meiner Selbstbauvariante natürlich verschiebbare Zungen, mit denen man dann auch variable Fingerzinkenbreiten ganz präzise einstellen kann. Also das ist natürlich schon deutlich variabler. Aber dafür muss man dann auch 230 Euro bereit sein zu zahlen. Jetzt muss man sich überlegen, macht man das häufig, dann mag sich das lohnen. Macht man das nur einmal im Jahr, dann reicht für 15 Euro meine Selbstbaulösung völlig aus. Vielleicht mal beim nächsten Bild. Da gibt es noch ein Gerät, und zwar aus den USA. Das Ding heißt iBox von der Firma Incra. Ein toller Name, iBox. Und dieses Teil wird in der Regel für die amerikanischen Tischkreissägen, die ja diese Dado Blades, also die wahnsinnig breiten Sägeblätter, mehrfach aufeinander gestapelten Sägeblätter hat, und auch auf Oberfräsentischen, also auf Frästischen eingesetzt. Und ich habe diese Vorrichtung dann etwas adaptiert für die Formatkreissäge. Also man sieht jetzt zum Beispiel rechts hinter dem Gerät noch so ein Kantholz, was dann mit zwei Klemmen am Ablenkanschlag befestigt wird. Ja, sieht man. Ja.
Und diese Modifikation ist im Buch ganz genau beschrieben. Man kann also jetzt mit diesem Kantholz auch die iBox perfekt am Ablenkanschlag befestigen. Und ich habe auch hier wieder darauf geachtet, dass die Sicherheit nicht zu kurz kommt. Und es gibt auch hier wieder vor und hinter dem Sägeblatt, das sieht man auch hier sehr gut, sieht man diese Werkzeugabdeckung, also die Sägeblattabdeckung. Und damit kann man jetzt noch präziser Fingerzinken herstellen als schon mit dem Zinken exakt. Der ist auch schon nicht schlecht. Aber das hier setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, weil da ist so ein ganz besonderer, also ganz besondere Anschlagzungen drin mit Feineinstellmechanismus. Also man kann wirklich hier die Fingerzinken-Passgenauigkeit auf den Zehntel, ich würde sogar fast sagen den Hundertstel Millimeter genau vorjustieren. Also will man es etwas fester haben oder etwas lockerer haben. Also das Ding ist einfach Wahnsinn. Und da würde ich schon sagen, da ist dann, kostet auch so um die 210, 220 Euro. Das ist wirklich gut angelegtes Geld, weil dieses Teil kann man jetzt nicht nur auf der vom Marktkreissäge einsetzen, sondern auf dem Frästisch. Mhm. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auf dem Bild, da ist eine Multiplexplatte, wo Fingerzinken reingesägt wird. Ja. Das ist zum Beispiel auf dem Frästisch, sollte man das nicht machen. Also Multiplexplatten, da ist so viel Leim drin und da gibt es so viele Ausrisse, das ist nichts für den Frästisch. Aber für die Formatkreissäge ist das perfekt. Also damit kann man Plattenmaterialien, also die Multiplex, wunderbar ausrissfrei Fingerzinken. Absolut genial. Das ist das Interessante. Wir haben verschiedene Varianten in einem Buch, wie man zum Beispiel Fingerzinken herstellen kann. Ich möchte jetzt noch mal einen Clip zeigen, Guido. Das ist so ein bisschen so ein Highlight, finde ich, weil viele Leute sich fragen, Mensch, wie geht das? Das möchte ich gerne können. Und zwar Hohlkehlen schneiden, Schrägstich fräsen auf der Tischkreissäge. Da kann man viel falsch machen, da kann man sich richtig bei wehtun. Du hast uns einen Clip mitgebracht, wo man mal sieht, wie es dann richtig geht auf der Formatkreissäge. Sagst du vielleicht bitte vorab ein paar Worte dazu? Ja, also man sieht auch das leider oft bei den amerikanischen Kollegen, die kehlen oder die machen so eine Hohlkehle, indem sie ein ganz normales Sägeblatt nehmen und dann so schräg über das Sägeblatt dann das Werkstück fahren und dann quasi so nach und nach die Hohlkehle in dieses Brett reinschneiden. Das hat es früher zu meiner Lehre schon so gegeben, also meine Lehre ist 35 Jahre her. Und wir haben viel Treppenbau gemacht. Ich mache das ja in der dritten Generation. Mein Großvater war schon Tischler, mein Vater ist Tischler. Ich bin es dann auch geworden. Ich konnte mich nicht entziehen dem Ganzen. Und wir haben früher viel Treppenbau gemacht. Mein Großvater war da recht bekannt für. Und ich weiß noch aus meiner Lehre, dass wir das auch dann, wenn es gemacht werden musste, mit dem Sägeblatt gemacht haben. Das Problem ist, ein Sägeblatt ist für diese schräg wirkenden Kräfte nicht ausgelegt und es können dabei wirklich gefährliche Unfälle entstehen. Deswegen also sollte man das mit dem Sägeblatt. Ja, genau. Und deswegen sollte man es mit dem Sägeblatt nicht machen. Und wer es aus Sicherheitsgründen schon nicht machen möchte, dem sei gesagt, das kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, man muss immens viel nachschleifen, wenn man das mit dem Sägeblatt macht. Weil die Oberfläche in der Hohlkehle wird so dermaßen rau. Da hilft es auch nicht, wenn man nachher nur noch fein drüber geht. Es sind immer ein paar Rillen zu sehen, die muss man mühsam rausschleifen. Und da gibt es ein besseres Werkzeug für. Und es ist ja nicht umsonst schon seit mindestens 25, wenn nicht sogar 30 Jahren verboten, im gewerblichen Bereich mit Sägeblättern zu kehlen. Und deswegen gibt es eine spezielle Kehlfrässcheibe. Und das ist eine Frässcheibe. Am Ende sind zwei Fräser drauf, die sind halb rundförmig. Und damit kann man jetzt quasi die Hohlkehle rein fräsen. Nicht mehr sägen, sondern fräsen. Hat auch den Vorteil, dass man damit viel, viel mehr Späne abnehmen kann, also viel tiefer in einem Arbeitsgang arbeiten kann. Man kann so mit der Kehlfrässcheibe problemlos 15 bis 20 mm in einem Fräsgang wegnehmen. Das geht mit dem Sägeblatt nicht. Dann fliegt uns alles um die Ohren. Und wie man das genau macht, das habe ich jetzt noch mal zum Schluss in dem letzten Video für euch aufgespart. Dann schauen wir uns das nochmal an. Neben einer Andruckfeder sollten Sie aus Sicherheitsgründen auch immer eine zweite Führungsleiste festspannen.
Denn beides, Andruckfeder und Führungsleisten, sorgen so für eine sichere Zwangsführung ausschließlich in Vorwärtsbewegung. Passt alles, stellen Sie die Fräserhöhe erstmal nur auf maximal 10 mm ein. Denn tiefe Hohlkehlen müssen auch mit einer Kehlfrässcheibe immer schrittweise in mehreren Arbeitsgängen herausgefräst werden. Und selbst wenn man das schon öfters gemacht hat, ist es immer wieder beeindruckend, wie dabei nach und nach die gewünschte Hohlkehlform entsteht. Ganz zum Schluss, beim letzten Fräsgang, sollten Sie nur noch etwa 1 mm Material abnehmen. Dadurch erhalten Sie dann eine sehr saubere Fräsfläche, die Sie deutlich weniger nachschleifen müssen. Mit der Kehlfrässcheibe erhalten Sie bereits ein relativ sauberes Fräsergebnis, das Sie nur noch wenig nachschleifen müssen. Wow, da sieht man mal, was eine Formatkreissäge kann, wenn man sie so richtig ausreizt, ja. Mit der richtigen Technik, aber auch mit dem richtigen Werkzeug obendrauf. Finde ich echt beeindruckend. Wie gesagt, das war Videomaterial aus dem Buch Formatkreissägen von Guido nochmal. Gerade haben wir eine kleine Formatkreissäge gesehen, und zwar die kleine WA6. Also ja. Das geht also mit da geht einiges, wenn man ernsthaft Holz zersparen möchte. Ja. Da kann man sicherlich sich mal eine Formatkreissäge genauer anschauen. Ja. Guido, erstmal vielen Dank, dass du schon mal ganz viel Material mitgebracht hast für den Einblick in das neue Buch. Ich zeige es noch einmal. Formatkreissäge aus der Reihe Stationärmaschinen von Guido Henn, ganz frisch auf dem Markt. Und jetzt kommen wir hier, das geht ganz wunderbar bei uns, jetzt kommen wir zu den Fragen von unseren Teilnehmern hier in unserem Webinar. Da sind so einige schon reingekommen. Ich würde jetzt einfach mal von thematisch gesehen wieder vorne ansetzen, von dem, was wir am Anfang dieser Übertragung als Thema hatten. Und da gibt es eine erste Frage von Hans-Jörg Ratzek. Gibt es für kleinere Formatkreissägen eine Absaughaube von oben auch zum Nachrüsten? Das ist eine gute Frage. Ja, erstmal grüße ich Hans-Jörg. Den kenne ich nämlich sehr gut. Wie kennst du mich? Der war immer bei mir im Kurs. Ja, es gibt solche Parallelschutzvorrichtungen, also wo die Haube freischwebend über dem Sägeblatt hängt, gibt es zum Nachrüsten. Muss man einfach mal im Internet nachschauen, da gibt es Händler, die also Sicherheitsteile auch von Aigner zum Beispiel anbieten und die bieten auch solche Schutzteile an. Das kann man sich natürlich auch selber bauen. Ich glaube, ihr hattet das ja mal im Heft. Ich glaube, Heiko hat das mal Bauplanthema angeboten. Also wie gesagt, man kann sich sowas selber herstellen, aber man kann das auch fertig kaufen. Das gibt es aber. Okay, gut, vielen Dank. Dann habe ich gleich die nächste Frage, eine ganz grundsätzliche Frage, die aber mal ganz interessant ist, nochmal zu thematisieren. Warum eigentlich Hebelzwingen und keine normalen Schraubzwingen, fragt Klaus Stahl. Ja. Das Problem ist, also ich habe mich auch oft gefragt, warum muss man das unbedingt machen? Das Problem ist, die Spindel einer normalen Zwinge ist nicht vergleichbar mit einer Feingewindespindel. Also es ist ja so, dass man auch öfters Feingewinde auf der Formatsäge findet. Und diese Feingewinde, die lösen sich durch Vibrationen seltener als die Trapezspindeln, die man auf einer normalen Schraubzwinge findet. Diese sind leider in der Vergangenheit haben sich schon mal selbst
tätig durch Vibrationen der Maschine gelöst. Deswegen sind die im gewerblichen Bereich verboten. Deswegen muss man Hebelzwingen einsetzen. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, mir ist noch nie eine Schraubzwinge, die ich angezogen habe, abgefallen. Aber die Gefahr besteht. Ja. Und solange die Gefahr besteht, müssen wir darauf hinweisen, besser Hebelzwingen einzusetzen. Völlig richtig. Kleiner Nachteil bei all diesen Hebelzwingen, das muss man auch leider sagen, und da müsste man vielleicht einen kleinen Tipp an Bessie. Es gibt wohl von Bessie eine Hebelzwinge, wo der Arm nicht nach vorne steht, wenn man ihn dann öffnet, also quasi immer im Weg ist, wenn man irgendwas festmachen will, sondern wo der nach hinten geneigt ist, im geöffneten Zustand. Also andersrum. Genau, andersrum. Und da müsste man eigentlich mehr erfinden. Also das kleiner Hinweis, vielleicht guckt irgendwann mal Bessie dieses Video und sagt, ah, das könnte man doch mal erfinden. Also das wäre wirklich etwas, was wir brauchen könnten. Also die normale Hebezwinge hat ja immer den Arm im geöffneten Zustand nach vorne. Und wenn man dann irgendwas auf dem Tisch festspannen will, dann hängt der meistens irgendwo im Weg. Deswegen sieht man dann trotzdem häufig, dass es wieder welche dann mit der Schraubzwinge versuchen. Aber die Schraubzwinge kann sich durch Vibrationen lösen. Das ist so. Ja, also von daher Safety First, auf jeden Fall sind wir auch richtig. Immer dabei. Wir sagen immer, oder du sagst es richtig, es gilt für den gewerblichen Bereich, wir sind im privaten Bereich in der Regel unterwegs, aber trotzdem orientieren wir uns natürlich ganz stark an dem, was in den Tischlereien zulässig und erlaubt ist. Jeder kann in seiner Werkstatt machen, was er will, aber trotzdem, unsere Empfehlung ist, bleiben Sie sicher, bleiben Sie bei den Empfehlungen der Profis. Die Fehler machen ja nicht Halt vor der Privatwerkstatt. Wenn ein Fehler im Gewerblichen passieren kann, kann er genauso beim Privaten passieren. Und deswegen müssen wir uns einfach damit anfreunden. Es ist so, wie es ist. Es kann passieren und das reicht aus. Ganz genau. Bin ich völlig bei dir. Ich habe die nächste Frage. Die lautet, wie muss der Parallelanschlag eingestellt werden? Parallel zum Sägeblatt oder parallel zur Achse des Schiebetisches? Der Parallelanschlag wird immer hinten leicht, das ist wirklich, das ist ein Hundertstel Millimeter, als Freischnitt hinten offen zum Sägeblatt eingestellt. Also es steht nicht exakt parallel zur Fläche des Sägeblatts, sondern immer ganz minimal offen. Ja. Das ist ganz wichtig, wir nennen das Freischnitt. Das wird auch im Buch genau erklärt, wie man das hört. Also man nimmt, wenn man den einstellt, ein MDF-Brett, weil man am MDF am besten hören kann, ob die hinteren Zähne noch an dieses MDF ranschrappen. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die sich nämlich hinten die aufsteigenden Zähne noch am Brett markieren oder man hört dann noch leichtes Flattern oder Schneiden, dann ist der Freischnitt nicht gegeben. Dann muss man den Parallelanschlag noch etwas öffnen nach hinten. Das ist aber wirklich nur ein Hundertstel Millimeter, also wirklich ein Hauch, den man da öffnen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Schiebetisch. Der Schiebetisch muss auch parallel zum Sägeblatt mit einem gewissen Freischnitt laufen. Also auch diesen kleinen Hauch. Im hinteren Bereich dürfen das Werkstück nicht mehr berühren. Vorne ja, hinten muss es leicht weg sein. Also darf man nur noch so ein leichtes Zischen hören, wenn man das überhaupt beschreiben kann. Okay, gut. Wunderbar, vielen Dank für die Antwort auf die Frage. Ui, jetzt zappelt hier mal so einiges rein an Fragen. Jetzt muss ich mich mal gerade sortieren. Eine Sekunde mal bitte. Moment mal bitte. Also die Fragen werden übrigens alle in meinem Buch beantwortet, wollte ich schon mal darauf hinweisen. Nein, Guido, wir lassen dich jetzt hier nicht raus. Es ist jetzt schon 18.13 Uhr auf meiner Uhr. Ich habe es befürchtet. Wir haben gesagt, eine Stunde. Wir grillen dich jetzt, bis der Fragenkanal leer ist. Da musst du jetzt einfach durch. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Jetzt eine ganz offene Frage von Elmar Jungemann. Welche Länge des Formatschiebetisches empfiehlst du? Also ich würde sagen, unter 2 Meter taugt gar nichts. Also meine kleine WA6, die hat 140 Zentimeter Rollwagenlänge. Das habe ich aber nur deshalb gemacht damals, weil sie nur im Kursraum steht und ich nicht genug Platz hatte. Also man muss sagen, du gibst ja auch Kurse hin und wieder mal. Richtig, und genau. Das muss man kurz zum Verständnis erläutern. Und um das Prinzip der Formatkreissäge zu erklären, in einem Kurs brauche ich keinen Rollwagen von 3,20 Meter Länge.
So, deswegen habe ich mir in den Kursraum, weil ich den Platz nicht hatte, eine kleine Formatsäge reingestellt. Aber je mehr Platz man hat, umso länger sollte dann auch der Rollwagen oder der Schiebetisch gewählt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man ärgert sich nachher. Also als Beispiel, ich will Schränke bauen. Ne? Die Deckenhöhe ist in der Regel 2,50. Also brauche ich ja zumindest schon mal einen Rollwagen mit 2,50 Meter Länge, damit ich so Ja. eine ganze Seitenwand besäumen kann in einem Schlag. So, wenn ich jetzt also nur 2 Meter habe, dann habe ich das Dilemma, dass ich das eben nicht in einem Schlag bearbeiten kann und quasi wieder nachschieben muss und dann wird es nicht gerade. Und das ärgert einen nachher, weil der Kostenunterschied zwischen einer Maschine mit 2 Meter Rollwagen oder mit 2,80 Meter Rollwagen, das sind vielleicht 300, 400 € bei einer Investitionssumme von 5.000, 6.000 €. Ja, das muss man Ja. sich immer genau überlegen. Also je mehr, je besser. Wenn man Platz hat, immer mehr Rollwagenlänge nehmen. Okay, danke. Die nächste Frage kommt von Rudolf Schüttengruber. Hallo, wie lösen Sie das Abstandsproblem? Also gemeint ist der Abstand zwischen dem Sägeblatt und der Maschine. Also ich zitiere, kleine Leisten bzw. Stücke fallen in die Maschine bis circa 4 mm. Bei mir hat sich so ein Teil im Vorritzer festgefressen und dann diesen blockiert. Dies ging dann bis zum Lockern des Keilriemens. Abhilfe? Fragezeichen. Ja, Also dass da also wenn man, Dinge dazwischen draufhalten, ja. wenn man viel kleine Werkstücke zuschneidet, dann sollte man auf jeden Fall schon mal mit einer Abweisleiste arbeiten. Ja, das ist eine keilförmige Leiste, die man ans Sägeblatt ranlegt, sodass die Abschnitte quasi von den hinteren Zähnen so ein bisschen abgelenkt werden. Es kann natürlich trotzdem noch vorkommen, dass so ein Abschnitt ins Sägeblatt reingezogen wird von den vorderen Zähnen. Ne? Das hilft ja nur bei den hinteren Zähnen. Das kann vorkommen, das ist mir auch schon passiert und es hat sich auch schon mal so ein kleiner Abschnitt da rein verfangen in dem Ja. Vorritzer. Was man nie machen sollte, ist nur so 3, 4 Millimeter abzulängen. Wenn viel ablängen, also wenigstens so 2 Zentimeter von der Leiste ablängen oder nur ein Hauch, also so 2 Millimeter, so dick wie das Sägeblatt ist. Aber dass am Ende noch so 3 Millimeter Ja. Reste irgendwo rumfliegen können, das ist keine gute Option. Also das sollte man auch ein bisschen beim Zuschnitt beachten. Ne, dass man da also hingeht und den Abschnitt nicht zu klein wählt, sondern etwas größer, wenn möglich. Ne? Oder man eben dann mehrmals ablenkt, bis dass man eben immer nur Scheibchen hinten rausfliegen. Also ein Millimeter, der macht nichts aus. Ne? Das stimmt. Das spart die Maschine, gerade die kräftige vom Handkreissäge, dann schon locker. Okay, ich habe noch im Moment 2 Fragen hier offen, die würde ich ganz gerne noch stellen. Mach das. Von Oliver Keck ist eine Frage. Sind Sie Oh, verstellt? Oliver, den kenne ich doch auch. Der war auch schon mal bei mir im Kurs. Mein Gott, ihr könnt euch alle Richtig, beim Stammtisch Oliver. treffen. Sind die Verstellnuter für jede Formatkreissäge nutzbar? Bedarf es einer besonderen Mutter, um diese zu befestigen? Ich besitze eine Ja, Ulmer 1710 SN. richtig. Also ich habe das eben nicht ganz so richtig gesagt. Also es ist schon so, dass die Maschine vorbereitet sein muss für diese Verstellnute. Also man kann nicht generell sagen, wie ich das eben leider fälscherweise gesagt habe, jede Formatsäge würde Verstellnute aufnehmen können. Das stimmt nicht. Also es muss vom Hersteller auch vorgesehen sein dafür, dass man die drauf machen kann. Und da gibt es Unterschiede. Also bei meiner Format 4 Maschine, die oben in der Werkstatt steht, muss man extra Spannmutter besorgen und die drauf machen, während man bei der Altendorf nichts neu kaufen muss, sondern da kann man direkt die Verstellnute drauf machen. Also es kommt da ein bisschen auf den Hersteller an. Also wenn man das genau wissen will, vorher noch mal kurz beim Hersteller nachfragen, wenn man sich also eine Maschine ausgesucht hat, nochmal nachfragen, wie ist die Befestigung von Nutwerkzeugen? Und vielleicht noch ein Hinweis zu diesen Nutwerkzeugen, beispielsweise bei meiner Format 4, die hat keine Nebenbohrung. Also ich kann da zum Beispiel alle Sägeblätter drauf machen, sogar ohne Nebenbohrung. Also das Nebenbohren heißt, in der Mitte hat das Sägeblatt ja einen 30er Durchmesser und links und rechts davon gibt es noch 2 Nebenbohrungen, wo dann auch Stifte sind, die da eingreifen. Die gibt es bei der Format 4 bei Feldern nicht, bei meiner Maschine nicht. Es gibt aber auch Feldermaschinen, die haben, aber bei meiner Maschine, die hat das nicht.
Dadurch kann ich da auch Verstellluter draufspannen, die keine Nebenbohrungen haben. Das würde beispielsweise bei der Altendorf nicht gehen. Die braucht diese Nebenbohrungen. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese Stifte, die links und rechts rausgucken, niemals wegnehmen oder rausdrehen oder weil man das dann da drauf machen will. Die sind ganz, ganz wichtig, die müssen draufbleiben. Also die Maschine, die das vorsieht, die braucht dann auch Nutwerkzeuge, die diese Nebenbohrungen entsprechend haben. Aber vorher immer klären. Das ist halt wichtig. Ja, klar. Richtig. Man muss die Maschine auch kennen und auch respektieren, wie sie ist, klar. Aber das, wie gesagt, das schreibe ich alles ganz präzise und minutiös in meinem Buch. Also. Hatten wir das schon erwähnt? Es gibt ein neues Buch von Guido Hennen. Ja, nochmal vielleicht am Rande erwähnen, dass es ein neues Buch von mir gibt. Alles klar. Guido, ich habe noch eine letzte Frage von Christian Paul. Ich habe eine Frage etwas abseits zur Formatkreissäge, wobei ist sie gar nicht. Ich habe eine Werkstatt mit nur 4,5 mal 3,5 Meter Platz. Ja, ist schon nicht unüblich bei uns. Jetzt möchte ich gerne in eine Formatkreissäge und in einen dicken Hobel investieren. Hier rückt nun aber das Thema Platz, was Sie eingangs sagten, in den Fokus. Ich bin am Überlegen, mir eine Kombimaschine, Formatkreissäge plus Fräse plus dicken Hobel zuzulegen. Was halten Sie von solchen Maschinen? Also ich würde das nicht machen. Also wenn man, ich würde es einfach so sagen, also Formatkreissäge und Tischfräse in einer Maschine, das kann man problemlos machen. Das halte ich für sinnvoll. Aber Formatkreissäge, so eine Fünffach-Kombi, davon halte ich wenig, weil man muss ja um die Maschine dann rumlaufen können. Und oftmals muss man dann, also die müsste man bei der Größe, die er hat, mindestens mit einer Fahreinrichtung ordern. Die Dinger sind höllisch schwer. Dann mit der Fahreinrichtung jedes Mal zu drehen und zu tun und zu machen, ist sicherlich nicht förderlich für den Arbeitsfortschritt. Also ich würde da eher empfehlen, Tischfräse und Formatkreissäge in einem Guss. Das kann man wunderbar machen. Gibt es ja von Hammer einige interessante Maschinen, die sowas in einer Maschine drin haben. Und dann würde ich mir eine gute, abrichtig dicken Hobel zur Seite stellen. Die lässt sich einfacher in der Werkstatt noch hin und her bewegen. Ja. Weil es ist ja auch oftmals so, dass man auf dem Abrichthobel mal eine lange Bohle abrichten will. Und dann fängt man wieder an, den ganzen großen Klumpatsch einer Fünffachmaschine hin und her zu buxieren in der Werkstatt. Ich halte da weniger von, dann eben diese Fünffachkombi. Allerdings bei Formatsäge und Tischfräse würde ich es alleine deshalb machen, weil man da den großen Formatschiebetisch und den Auslegertisch mit benutzen kann bei der Formatsäge. Und das ist ein wahnsinnig großer Vorteil. Ja, gut, vielen Dank auch für die Einschätzung, Guido. Das war's. Wir haben alle Fragen abgegrast, die unmittelbar an dich gingen. Vielen Dank auch nochmal für deine Zeit dafür. Sehr gerne. Ich sage nochmal Dankeschön dann auch an alle Teilnehmer hier unseres ersten Live-Video-Interviews. Ich sage auch Danke. Gerne, gerne. Wir haben dich immer wieder gerne. Das nächste Mal treffen wir uns vielleicht wieder in der Eifel bei dir direkt in der Werkstatt. Mal schauen. Ja, diesmal ging es jetzt auf die Distanz und via Internet. Naja, das C-Wort namens Corona habe ich jetzt nicht ausgesprochen. Das spielt auch immer noch mit da rein. Also, nochmal vielen Dank. Es geht auch an alle der Gruß. Haben Sie noch viel Spaß in der Werkstatt. Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Lesen demnächst des Buches Formatkreissäge von Guido Hennen. Guido, ja, mach's gut. Ja, das wünsche ich auch. Macht's gut, alle. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.